Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ark Anunnaki Ascended. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe ein bisschen was offline gemacht. Nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. Ich habe unseren letzten Golden Threads verwendet. Und zwar habe ich hier auf der Insel einen männlichen Badass Poison Feed gefunden. Und das war der gute hier. Der war 380. Ziemlich nice. Ganz okay. Und denn ich habe damit jetzt direkt ein Ei gemacht. Ich habe sogar endlich geschafft, den imprinten zu können. Der hat 100% Imprint. Ziemlich nice. Dann habe ich mit den beiden noch ein Eier gemacht, weil das Imprint jetzt funktioniert, dass wir da auch was Neues kriegen. Ich habe hier immer noch so ein riesen Bronto-Problem. Aber ich will heute mal vielleicht versuchen, ein bisschen Risiko mit euch zu gehen. Nein, nicht wegwerfen, bitte. Nicht wegwerfen, du kommst hier rein. Deswegen lege ich auch so weit wie möglich erstmal den Stuff ab, den wir erstmal nicht brauchen, weil es kann sein, dass wir dabei draufgehen. Das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht. Die Rüstung, ja mein Gott, die kann ich ja anlassen, das ist nicht das Problem, die können wir nachcraften. Und dann ziehen wir einfach mit dem Guten ja jetzt einmal los. Denn ich würde mit euch heute versuchen wollen, die Berge ein bisschen zu erkunden. Wir fangen jetzt. Lass mich da rauf auf die Karte, genau. Wir fangen mit diesem Berg hier an und gehen dann hier am besten mal rüber. Ich will gucken, ob wir ja einen Giga, einen Karcher oder whatever finden. Aber wichtig erstmal speichern, ganz wichtig. Und dann ziehen wir erstmal los, denn ich möchte einfach mal jetzt ein Ei verzehren. Und warum ich das jetzt direkt mache, denn wir haben jetzt ein Ei. Wir haben Backup sozusagen von dem Pete. Wenn der drauf geht, dann geht er drauf. Der Sattel, mein Gott, dann ist das halt so. Ich habe nichts mehr Wichtiges an mir, was ich vermissen würde. Deswegen könnte auch die Leiche sozusagen da liegen bleiben. Wenn wir unterwegs einen Alpha sehen, der uns sehr interessiert, dann werden wir vielleicht eher den legen. Aber ich dachte, wir gehen gleich mal direkt aufs Ganze. Und dann können wir demnächst noch mal ein paar Golden Dodos fahren. Wir müssen uns die vielleicht sogar markieren, wenn ich was sehe unterwegs. Der einzige Knackpunkt ist, warum ich glaube, dass ich draufgehe, weil da sehr, sehr viele Drachen sind. Ich glaube, die grillen mich. Und das relativ flott. Müssen wir mal gucken. Aber ja. Das wird heute der Weg sein, den wir gehen werden. Vielleicht ist das ein einmaliger Weg, den wir gehen werden, weil wir drauf gehen werden. Aber mal gucken, ich bin sehr, sehr gespannt. Bisschen Bammel. Man verliert ungern Dinos oder man stirbt ungern. Aber wir müssen einfach das Risiko gehen und jetzt Alphas rankriegen. Und ich sag mal so, das, was wir sehen würden, wären Alpha Rexe, da würde ich mich natürlich auch sehen. Und Alpha Raptoren. Finde ich jetzt nicht so spannend, so ein Alpha Raptor. Ich bin übrigens nebenbei auf das Anunnaki-Discord gegangen. Oder auf den Anunnaki-Discord. Bin mir gar nicht sicher, wie man es genau. Den, das Discord, der, die, das Discord, egal. Hab mich da mal ein bisschen reingelesen. Also ist natürlich sehr viel in Progress. Die nächste Stufe ist Uber. Uber sind Brutmother, Megapithecus, solche Späßchen. Danach soll es natürlich noch weitergehen. Das ist aber noch nicht im Spiel. Man könnte sich die Sachen reinspawnen. Es gibt dann noch so kleine Minibosse. Was heißt Minibosse? Das sind halt die Bosse, die dahinter stehen. Und die sind ziemlich knackig. Brutmother Insignia. Wenn wir einen richtig guten Alpha kriegen, dann würde ich versuchen wollen, mal so eine normale Brutmother zu legen. Mal gucken, wie viel Schaden die machen. Alphas sollen ungefähr zehnfachen Schaden von normalen Dinos machen. Das reizt mich, ne? Muss ich sagen. Deswegen versuchen wir auch direkt Gigon und einen Karcher zu kriegen. 600er Karcher. Das wäre quasi ein Sechser im Lotto, aber ist, glaube ich, nicht dran, dass wir das bekommen. Aber man kann ja immer mal zumindest gucken, hoffen und vielleicht sehen wir ja was. Und der nächste Schritt wäre eh wieder, wir müssen Threads farmen, weil wir keine mehr haben. Ich habe noch mal geguckt, wir können keinen einzigen Beta mehr machen. Badass. Was sehr, sehr schade ist. Kann ich hier jetzt eigentlich auch scannen?
Ne, nix. Nix Goldenes bisher. Man könnte auch versuchen, direkt auf den Drachen zu gehen. Beim Drachen brauchst du einmal einen Beta-Thread plus anderen Stuff, einen Alpha-Thread und 500 Kohlen Dodo-Threads. 500 ist eine richtig krasse Hausnummer. Man könnte sich zusammensparen und dann versuchen, einen Drachen zu machen, weil ich glaube, die sind relativ flott. Und damit könnte man direkt einen Drachen zähmen. Mal gucken. Aber es wird natürlich schwierig, hier auf Island die richtigen Dinos zu finden. Jetzt haben wir hier ein 200er Quetz. Kann auch sein, dass hier noch nichts wirklich reingespawnt ist, was uns jetzt vielleicht sogar hilft. Mal gucken. Wobei Karcher und Giga, die spawnen eigentlich relativ schnell rein, ne? Das Problem ist, ich hoffe, die haben den Spawn zumindest angepasst, dass du da auch welche findest, weil normalerweise hast du ja immer einen oder so auf der Karte, maximal oder zwei. Und einen haben wir ja schon mal getötet, aber das war, glaube ich, vor dem Vibe. Das war auch ein normaler. Muss ich vielleicht absteigen, damit das weiß, okay, ich bin auf dem Boden, jetzt kann hier alles reinrendern. Ich bin mir da immer ziemlich unsicher bei sowas. Was ist, wenn wir jetzt hier drücken? Okay, er findet hier. Was haben wir hier? Ein Alpha Raptor? Ne, den findet er nicht. Den findet er jetzt auch nicht. Boah, wie viel Badass gibt es denn hier? Golden. Hat da auch nichts. Hast du die Befürchtung, es ist wirklich noch nichts reingerendert oder reingespawnt? Diese Dino-Wipes im Singleplayer. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung genau, wie die funktionieren sollen. Das ist super nervig. Hier ist zumindest ein bisschen was. Kleine Hyena-Dons. Hyena-Dons. Ja, gehen wir mal zum Opsi-Berg und vielleicht müssen wir danach mal zurückfliegen. Ich sehe nämlich auch gar keine Drakes bisher. Wobei wir, glaube ich, gleich in Drakes einfach reinfliegen werden, so wie es beim letzten Mal war. Was ist denn da drin? Nichts wirklich Besonderes. Da ist eine Bat gewesen. Ja, die Suche macht mich fertig. Das ist immer wieder das gleiche in Ark. Gerade ich, wenn man Dino-Wipe gemacht hat. Vielleicht hätte ich auch keinen Dino-Wipe machen sollen. Vielleicht ist das schon wieder mein Genickbruch gewesen. Prime Alpha RG. Das wäre natürlich ein bombastisches Ding. Was haben wir da für einen RG? Noch ein Prime Alpha RG. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber hier sind zumindest mal Dinos gespawnt und nicht gerade wenig, muss ich sagen. Vielleicht muss ich aber auch mit dem Cheat Mode mal über die Karte fliegen, damit hier alles mal ein bisschen spawnen, mich überall hinsetzen. Kurz warten. Wir jetzt einmal zum Vulkan fliegen und dann machen wir die Rolle rückwärts. Und ich hoffe, in der Zeit ist was gespawnt. So ein Argy würde ich, glaube ich, auch ein Alpha nehmen. Für den Anfang, glaube ich, ist ziemlich nice. Wer weiß, was man damit. Oh, in Poison. Level 20. Nice. Übertreib's doch nicht. Habe ich Alpha Archie gesagt? Wenn du jetzt 600 bist,
Da sind die Drakes. Wo ist der Argy? Da. Alpha Argy, Level 20. Na, danke. Das ist mir dann doch zu wenig. Guck mal, den zähle ich mit einer Drachen-Insignie, aber es gibt Drake-Kibbel, aber das ist für die Badass, glaube ich. Oh mein Gott, ey. Mal gucken, was die von der Argo-Range irgendwann mal haben. Ich hoffe, dass wir das nicht an einem unglücklichen Zeitpunkt rausfinden. Ist denn von euch irgendwie nochmal, oder hat wer die Mod schon gespielt, so von euch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich halt auch mal interessieren. Ob ich der Einzige bin, der in diesem Mod rumhantiert, rumhangelt und einfach ja, schon fast verzweifelt. Ja, verzweifeln tue ich noch nicht, aber der erste Schritt zu Badass, der war schon hart, den haben wir aber gut hingekriegt. Zu Alpha ist jetzt so das Ding, was Schönes finden und dann würde es losgehen. Oh, Poison Drake. Ja, Level 20. Oh shit, der hat mich. Oh mein Gott, 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 macht der Top. Oh mein Gott, macht der Top. Oh mein Gott, das war's. Das meine ich. Was machen wir jetzt? Wird er jetzt auf ewig um uns rumfliegen oder wird er irgendwann die Aggro verlieren? Wie viel Topo hast du denn? Hätte ich dich hitten müssen? Ja, 5k. Hätten wir gehabt. Oh Gott, das dauert doch Ewigkeiten, bis ich mal hier durch bin. Ich glaube, das wird was sein, was ich kurz rauscutte oder so. Mal gucken. Ich meine, wir haben immer noch. Ich komme nicht mehr in den Inventar rein. Mann, waren wir schnell ausgenommen. Aber das Coole ist, gut zu wissen, die haben einen Atem, also so ein Breath, was ziemlich nice ist. Scheiße, ey. Ach komm schon, verpiss dich doch einfach. Ja, ich glaube, ich gehe dann einfach mal die Wäsche waschen. Frühjahrsputz machen. Das könnte sich noch hier ein bisschen hinziehen. Bis gleich. Bis dann. Bis zum nächsten Tag. Bis zum nächsten Jahr. Ach, ist das herrlich. Ich war jetzt wirklich in Ruhe auf Klo bei der Küche. Er ist immer noch hier rumgeschwirrt. Ich habe einen Kill-Command gemacht. Ich habe ihn, also ich konnte ihn dann anvisieren und habe dann nach zwei, drei Versuchen habe ich ihn dann töten können. Das hätte sonst noch länger gedauert, weil wir müssten warten, bis unsere Rüstung kaputt ist. Was nach 20 Minuten oder einer Viertelstunde würde ich circa behaupten, naja, wir waren vorher bei der Hälfte. Und es hätte noch sehr lange gedauert. Muss ich zugeben. Das hätte doch wirklich sehr lange gedauert. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir uns ausgelockt hätten. Naja, was soll's. Ich habe ihn gerade abgebaut. Er lag da. Ich habe witzigerweise da was Neues rausgekriegt und das ist Drakehide. Ich würde es jetzt aber so machen, dass ich das Zeug erstmal droppe, weil ich den nicht richtig gekillt habe. Wir haben zwar die Level gekriegt. Ja, mein Gott. Ist halt so. Wir wissen auf jeden Fall, wir müssen ein bisschen Abstand halten von den Dingern. Das ist das, was ich jetzt daraus resultiert mir gemerkt habe. Aber egal, geht weiter.
Lassen wir uns davon nicht abhalten. Ich wollte es euch zumindest sagen, was ich da getan habe. Zeit ist kostbar, muss man einfach sagen. Und sowas. Ja, da unten ist der nächste. Ich halte einfach einen großen Abstand. Ich glaube, wir werden jetzt hier einmal um das Ding rumfliegen. Oh Gott, die gibt ja nur Poison. Also Poison Drakes, großen, großen Abstand halten. Fire Drakes, der kann mich zumindest töten, genauso wie ein Frost. Da hätten wir aber die Möglichkeit, den auszudocken, bevor er mich tötet. Vielleicht, das weiß ich nicht. Mal schauen. Aber Poison, ja, der wird uns... Ich müsste mich ausziehen, glaube ich, bis der mich tötet. Also dann würde er mich schneller getötet kriegen. Mein Pete, den hat es auch so gut wie überhaupt nicht gejuckt. Da ist eine Fledermaus. Onyx. Dann fliegen wir doch jetzt mal zurück und gucken da. Wir können ja einmal ganz kurz checken, was wir jetzt hier so gesehen haben, weil wir da auch eine ganze Zeit lang rumstand. Das heißt, es müsste ja irgendwie was... Ein Alpha-Kano. Warum trackst du den nicht? Bin ich zu weit weg schon wieder? Was haben wir denn noch? Das sind die ganzen Badass. Rootmaster Lizarix. Ja gut, die hat er da hinten getrackt. Kompi. Aber nichts Goldenes schon wieder, ne? Wenn ich davon 500 Stück wegmachen müsste. Er hat auch sehr wenig Alphas generell getrackt, ne? Das Ding buggt doch einfach. Tolle Mod. Tolle Mod. Ich dachte, die hilft uns weiter. Tut sie nicht. Egal, hoffentlich ist hier jetzt was reingespawnt. Ich meine, wir standen jetzt eine ganze Zeit lang rum. So, wenn wir die Berge fertig haben, dann gibt es ja noch die anderen. Und das ist Schnee, was, finde ich, genauso gefährlich ist. Vielleicht nicht sogar noch gefährlicher. Ich meine, wir können jetzt einmal die beiden Berge nochmal absuchen, aber dann können wir zu dem nochmal hin. Einfach zur Sicherheit. Ich hätte schon gern wirklich so einen Alpha-Giga oder Alpha-Karcher. Wenn die so krass drauf sind wie so ein Rex oder sowas. Oder ich weiß ja generell noch nicht, wie sich die Alphas verhalten. Es wird ja mal gesagt, so zehnfacher Schaden. Aber es kann ja auch noch viel, viel mehr sein. Wenn wir die dann irgendwann nochmal gebreedet kriegen. Oh, Baby. Mit Imprint. Dann müssten die ja richtig abgehen. Ist das eigentlich ein Poison? Nee, ist ein normaler Drake, ne? Da brauche ich eine Drachen-Insignie. Das habe ich nur bei den anderen Drachen auch nicht geschaut. Ob ich da normale Badass-Kibbel benötigt hätte. Oh, ein normaler Rex, Level 40. Ja, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank dafür. Hier sind die Argies wieder unterwegs. Man hört sie schon. Wir müssen dem Mist leider noch aus dem Weg gehen. Ich würde es gern bekämpfen. Weil wir müssen dem Spaß aus dem Weg gehen. Hier unten hast du ja manchmal auch ein paar Rexe, ne? Aber hier ist auch einfach nichts. Es ist gähnende Leere. Ah, ist das schade. Wir können ja zum Spaß gleich nochmal einmal zu Carnivore gucken. Vielleicht sind da ja nicht nur Drachen. Oh, warte mal, was bist du denn? Du siehst ja richtig krass aus. Können auf Carnivore auch Gigas und so spawnen? Da bin ich mir nämlich jetzt gerade gar nicht so sicher.
Da ist ein Rex. Ein Prime Alpha. Oh, das wäre doch so schön gewesen. Es wäre doch so schön gewesen, wärst du nur ein Alpha Rex. Ich probiere es nochmal. Clear. Er trackt einfach nicht. Oder er trackt nicht richtig, ich weiß es nicht. Oh, was bist du denn? Der nächste Prime Alpha. Das darf doch alles nicht wahr sein. Müssen wir einmal Stamina holen. Am besten so sicher wie möglich. Ja, der hat es mir schon gerade schon angetan, der Poison Drake. Der war schnell. Und was Schnelleres, um über die Karte zu fliegen, wäre natürlich richtig nice. Können ja gleich nochmal gucken, ob wir die Möglichkeit haben. Wenn ich nochmal so einen Drake sehe, möchte ich gerne wissen, was ich da fürs Zähmen brauche. Ob es da wirklich Dragon Threads sind. Oder ob das mit einem normalen Badass Thread geht. Ah, ist hier doch. Ist das einer? Ja, Drake Thread. Ja. Und die sind halt scheiße direkt teuer. Guck dir die Argo Range an. Da ist ein Alf, da ist ein Rex. Fire Badass. Oh Mann. Ein Alpha RG. Level 20. Mann. Ich kann doch nicht so ein Badass Strat für einen 20er nehmen. Das lohnt sich doch absolut nicht. Ja, so ein Alpha, ja, Alpha Thread. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch, ne, ich habe eins dabei. Oh Mann, ich habe ein bisschen Schiss, hier lang zu fliegen gleich. Onyx. So hoch wie möglich. Ist das ein Alpha RG? Ein Prime Alpha RG. Natürlich ist es ein Prime Alpha RG. Ja, genau. 6,7 Millionen Leben. Das ist... Noch ein Prime Alpha RG. Ja, das ist doch mal nicht zu fassen, ey. Es gibt mehr Prime Alphas als normale. Ja gut, da soll uns alles übrig, außer in Schnee zu fliegen. Ich sehe gerade keine andere Option. Dieses Gesuche, ne? Wir hätten irgendwie einen Alpha schon längst haben können, damit rumziehen können, Sachen töten können. Aber nö. Das Spiel sagt nein. Ach ja, ach ja, Alpha Dodo. Ja genau, wir zählen uns jetzt Alpha Dodos. Ich habe auch mittlerweile nicht einen Golden Dodo gesehen.
Wir holen jetzt nochmal Stamina, weil wir eh hochfliegen müssen. Mit niedrig werden wir nicht, glaube ich, weiterkommen. Hier habe ich so ein Gefühl. Sobald ich in der Ferne Drake sehe, muss ich abziehen. Also wegziehen davon. Einzige, die uns noch gefährlich wurden, waren nur da sind Drakes. Ein Ice Drake. Und hier frieren wir sogar. Also wenn wir hier gepoisoned werden, werden wir auf jeden Fall mit der Zeit sterben. Ne, doch nicht mehr. Wir frieren schon nicht mehr. Was bist du denn für ein Wolf? Badass Fire, Level 500er Wolf. Boah, schicker. Schickes Ding. Würde ich ganz gerne alles. Ich würde es alles am liebsten zähmen wollen, aber diese Dodos machen mich fertig. Kannst sie nicht breeden. Fire Onyx. Was haben wir hier? Jote. Prime Alpha Kano. Badass. Oh Gott. Drakes. Was wird das für ein Geräusch? Alles voll mit Drachen hier. Und gefühlt habe ich einen Giga gehört. Oh, Karcher. Level 20. Oh mein Gott. Den kriegen wir nicht mal down. Den können wir betäuben, aber das war's dann halt auch. Oh, hättest du nicht ein Alpha sein können? Ich hätte dich auch ein Alpha mitgenommen. Zumindest haben wir einen Karcher gesehen. Was bist du? Prime Alpha. Na, selbstverständlich bist du ein Prime Alpha. Warum soll ich was anderes denken? Oh, ich gehe mal ein bisschen höher. Und ich ja ganz gern noch gucken würde, was wir hier noch haben. Badass. Oh, ich würde hier gern tiefer fliegen wollen. Könnt ihr hier. Jetzt gucken wir auf dem anderen Berg. Dann haben wir sie zumindest alle abgeflogen. Ein Karcher. Mit dem Island Level, Level 20. Da. Noch mehr Drachen. Also die Drachenspawns haben sie gut gemacht. Oder gut gemeint. Glaube, da wirst du relativ schnell einen 600er finden. Alpha Ankylo? Level 100. Alpha Archie 300. Alpha Dodo, Alpha Raptor. Sehr viele Alphas hier. Das ist doch schon mal nice. Archie ist scheiße. Der hätte gern wirklich so ein Landdino, ne? Also. Du bist der 300er. Ja, weißt du was? Wir tüten dich ein. Wie Topo hast du? 87.000. Das ist eine Menge. 300 ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, ist der schnell.
Und dann kurz gut Schaden, muss ich sagen. Würde ich hier oben ausgenockt kriegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird Kampf. Oh mein Gott, wir werden sterben. Justin, wir haben ein Problem. Er ist abgedreht. Er ist zu schnell für uns. Dann holen wir mal ganz kurz Stamina. Oh mein Gott, bist du schnell. Was bist du da gewesen? Hat uns der Damage gemacht? Na gut, wir haben auch kein Leben wirklich, ne? Und das gibt kaum was dazu. Das schon. Das gibt richtig gut dazu. Oh, Top war schon wieder runter. Okay, Abbruch. Ich muss aber merken, dass hier ein 300er RG ist. Wenn unser anderer Pete ausgewachsen ist, ich glaube, dann könnte es besser werden. Oha, Drache. Wir fliegen jetzt hier mal ganz kurz rum und dann bringe ich mich nach Hause. Aber der war richtig schön schnell, ne? Der war ja richtig geil schnell. Ach du meine Güte. Hier heben sie ab. Dann gehen wir mal oben auf den Berg rauf. Und ich meine, ich habe hier 100er Sattel drauf, ne? Aber ich habe natürlich nur 7000 Leben. Das ist der Nachteil. Prime Alpha. Prime Alpha. Wahnsinn. Drake. Gott, ich muss hier weg. Ja, ich bring uns nach Hause, würde ich sagen. Das wäre eine klügere Entscheidung, als den jetzt zu verlieren. Ich habe ihn ja noch getrackt. Wenn er nachher noch lebt. Dann versuchen wir den beim nächsten Mal zu holen. Es sei denn, ich finde auf dem Rückweg noch was Besseres. Vermute ich bei dich, aber ich kann mal bei Redwood noch fliegen. Da bin ich, glaube ich, noch gar nicht rübergeflogen bisher. Und dann sehen wir weiter. Es tut mir leid, dass hier nicht so viel passiert derzeit. Aber es ist leider echt ein Gesuche. Und ja, kann ich nicht viel machen. Ich würde aber trotzdem sagen, wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh Gott, Drachen. Oh mein Gott.